Hey ho und willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Heute geht's weiter mit dem Sommer-Event. Ja, wie immer, ne? Und scheinbar zeigt das Ding in die andere Richtung. Oh, warte, muss ich doch hoch? Nein, warum habe ich nicht Kasua? Egal, packe ich schon. Also ich denke halt einfach, dass da oben wahrscheinlich sein muss. Und ich glaube, ich verschnelle das mal für euch. Says there aren't benefits to a life of wandering. Okay. Wir können mit ihr reden? Sollen wir das? Hallo? Muss sofort zurück. Er ist noch. Aber die Brüder sind nicht und sehen aus wie. Was? Lass sie in Ruhe? Es scheint, dass dieser Fatus uns überhaupt nicht hören kann. Ich ignoriere das mal, aber ich bin sehr verwirrt. Hä, und wo? Wie denn bitte? Reinige das. Wo? Da ist sie. Ich war nur blind. Oh mein Gott. Jetzt darf ich den ganzen Weg doch nochmal. Wahrscheinlich geht es genau den Weg, wo ich gerade eigentlich hin wollte. Ja. Aber warte, das Zeug sammle ich ein. Okay, und wohin führt das Ganze hier? Nicht da rein. Ja, ich habe hier irgendwas getötet. Wahrscheinlich von da oben eben, ne? Ja. Ach, deswegen nicht. Okay, und wie machen wir Musik, indem wir die da hinten alle töten? Okay. Einen zünden wir an. Und... Feuer! Ja. Bevor wir das machen, natürlich hier wieder... Jetzt das Ganze nochmal. Oh, das ist eine Muschel. Eine Schnecke. Und der Weg ist frei. Gut, dann folgen wir mal dem Weg. Wahrscheinlich genau dahin, wo wir vorhin waren. Egal, immerhin ist der Weg schon mal geklärt. Ein paar Dämmerfrüchte haben wir auch noch mitgenommen. Und oh, da bist du ja wieder. Bye. Ich dachte, ich hätte das schon geöffnet. Warum geht das nicht? Schade. Ah, vielleicht muss ich vorher... Toll. Und? Noch eine Truhe. So. Gut, okay. Dann geht es hier hoch. Ich wusste es. Ich wusste, dass es einfach hier hoch geht. Was war das gerade? Hä? Ein Flamingo? Nee, nicht so ganz. Hey, Flamingo. Geh irgendwo hoch. Ja, jetzt. Bye. Flamingo? Ah, okay, einfach nur jetzt ruhig. There aren't benefits to a life of wandering. One with nature. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Ouch. Okay, gehen wir jetzt hoch. Wir sollten ja eigentlich gleich mal da sein. Ich weiß, vielleicht könnte ich mich auch hoch teleportieren, aber ich habe halt keine Lust, dass dann irgendwie ein Ort irgendwie gefehlt hat, wie zum Beispiel der hier. Ja.
Ah, hier ist auch eins. Ah, dahin führen die alle. Okay. Dann geht's mal direkt zum nächsten Berg. Kann ich von hier aus da? Ja, ich muss ja eh unten anfangen. Also ich glaube, warte mal, 7 Minuten, die Zeit, die ich nicht aufgenommen habe. Nee, ich schneide das einfach zusammen, dann mache ich 2 Folgen daraus. Egal. So, und das muss dann auch irgendwo da unten sein. Ne, ich suche das mal wieder und dann... Ah, doch nicht suchen, ich habe es gefunden. Okay, wohin führst du mich dieses Mal? Wahrscheinlich wieder irgendwo... Achso, warte, ich weiß ja schon, wo ich es mich hinführe. Dann öffnen wir mal diesen Weg. Okay. Okay. Es hat geklappt auf jeden Fall. Gut, es geht weiter. Da hoch. Ich erinnere mich gar nicht an diese ganzen Wege. Ich kann aber nicht sagen, ob das neu ist oder nicht, weil es ist ein Jahr her, als ob ich mir das gemerkt habe. Und hier oben ist dann der nächste See. Aber natürlich besiegen wir ich vorher kurz mal hier. Hey Leute! So. Ah, es füllt sich auch wieder auf. Sprich mit den anderen. Okay, das heißt, ich muss noch da hinten gehen. Also kann ich die Folge hier beenden. So, das war's nämlich mit dieser Folge von Genshin Impact. In der heutigen Folge haben wir einfach mal kurz die ganzen Venen oder Adern, sorry, die Adern, Flussadern wieder schön geklärt. Und beim nächsten Mal sehen, was passiert. Wahrscheinlich macht die Insel Musik. Bis dahin. Tüdelü.